Hi zusammen, ich grüße euch. Schön, dass ihr wieder da seid. Ich zeige euch, wie Sie mit Game ein Bild ausschneiden können und irgendwo anfügen können. Also, wir öffnen, das Bild ist schon geöffnet, aber wir können noch weitere Bilder zum Beispiel öffnen. Und zwar, ja, wir können zum Beispiel dieses Bild auch öffnen oder weitere Bilder einfach öffnen, wie wir einfach haben wollen. Sie sehen schon, das nächste Bild ist schon da. Mit dem Werkzeug haben wir die Möglichkeit, einfach das Bild richtig zu markieren und dann auch zu schneiden. Also Sie sehen schon, wir können zum Beispiel bis hier so einfach markieren und wir haben unsere Möglichkeit nochmal ein bisschen da. Wir können nochmal ein bisschen verkleinern, wie wir einfach haben wollten. Bis dann. Wir steuern das C kopieren hier und wir öffnen ein neues Projekt und dort haben Sie die Möglichkeit einfach anzufügen. Sie sehen schon, wir sind schon fertig damit und die Hintergrundfarbe haben wir die Möglichkeit auch anzufärben, wie wir einfach wollen. Wir können in verschiedenen Farben zum Beispiel ja, anfärben, wie wir einfach haben wollten. Und von daher, wir haben auch die Möglichkeit, das Projekt nochmal richtig zu drehen, zu skalieren, wie wir einfach haben wollten. Sie sehen schon, das Projekt können wir nochmal richtig einfach alles ma damit machen, was wir einfach haben wollten, machen wollten. Und es wird einfach gedreht und so können Sie einfach das Projekt weiter bearbeiten und Sie haben auch die Möglichkeit, nochmal eine tolle Farbe nochmal zu holen und dann das Projekt irgendwo nochmal anzufärben, wie Sie einfach haben wollen. Hier zum Beispiel können Sie das Projekt nochmal anfärben, wie Sie wollen. Sie sehen schon, es wird einfach angefärbt und überall, wo ich markiere, dann wird es einfach angefärbt. Also so können Sie einfach die Sache bearbeiten. Ich freue mich einfach, dieses Video mit euch getan zu haben.